Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt mit den ganzen aus dem Team, mit dem Matthias, mit dem Chris und mit dem Matthias. Außerdem hast du noch einen anderen vergessen, Kollege. Wir sind Chris. Ah, mit dem Ginny. Mit dem Ginny, da war ja was. Ja, ich bin zweimal vorhanden, danke. Ja, es sind halt zwei Praktikanten da. Wie wollen das jetzt wieder heißen? Ja, mit zwei mit Matthias. Hey, Chris Gaming, übrigens nochmal danke, dass du mich begrüßt hast. Hey, hab ich gesagt, bin der LS-Profi. Danke, dass ich bei dir im Channel sein darf. Danke, dass ich bei dir in der Aufnahme sein darf. Danke dir. Ja, bitte. Bist hab du Chris Gaming oder was? Ja. Also merkst du selber, ne? Ja. Ja, mit den ganzen. Ey, Matthias! Ey, Schaschle. Wir haben drei neue Praktikanten. Ja, drei bin ich selber der Praktikant. Und außerdem euer Praktikant hat sich verpisst, weil er sein Bein hochlegen muss. Ja. Junge, der soll einfach den Hocker holen, Junge. Der muss sich ein Taxi holen. Mimimi. Ja, finde ich auch so. Ey, ganz ehrlich, bei uns, der hat wirklich zwei Krücken in die Hand gedrückt bekommen. Da wird er dann soll schon auf Baustelle rennen und sowas wahrscheinlich, Alter. Da ich noch nicht mal eine richtige Krücke einfach in den Arsch getreten, Junge. Du kannst auch ohne Krücke laufen. Einfach zwei gleich große Stecken. Ja. Das gehört recht schon. Also zwei Stöcke noch ungleich aus dem Wald geholt, Junge. Lauf jetzt. Immer vor. Oh mein Gott. Chrissy Gaming, erzähl mal. Von was? Ich hab gehört, du hast eine Rolex gekauft. Ich hab gar keine Rolex gekauft. Was dann? Wo ist der Rolex? Ja, was hast du dann gekauft? Gar nix. Du hast eine Uhr gekauft? Ja. Von welcher Marke? Von einem Startup-Unternehmen aus Made in Germany. Also China. Made in Germany, ja, also aus China. falls die zwei das Jungs da sehen. Liebe Grüße gehen auch aus, ey. Danke dafür, ja, dass ihr mir die geschickt habt. Liebe Grüße, ich warte auf meine Uhr immer noch. Ich warte auf die Strafe. Ich warte auch auf die Strafe. Ich schicke einfach zwei RTX 3060 und da passt. Ja, wenn ich drei draus. Ist ein Problem. Was ist dann ist die Strafe. Wenn ich eine RTX bekomme? 3060? Gerne. Also so ist nicht, ich nehme auch eine, ne? Ich hoffe, ich fand die und den Justin. Wir malen gerne eine. Ah, okay, gut, passt. Kai Sturm. Mhm. Kurze Frage, du bist ja so übelst fit. Hast du ein paar Fitness-Tipps für mich? Nee. Und für meinen Kollegen? Nee. Du hast gar nicht laufen, gibt's keine Tipps. Das halt nicht. Wohl ist gut. Das war's, glaub ich. Was bloß? Ich kann nicht weiter pressen, wenn du mich blockierst, Marschiasch. Ja, Entschuldigung, Schaschlik. Ich weiß nicht, auf was. Wie er auf so einen Namen kommt. Ja, mega Schaschlik. Also, ich hätte euch angeboten, dass wir euch helfen beim Pressen, aber wir haben eine Quader beim Presse. Ja, das ist ja, richtig schlecht. Rundballen sind besser am Hang, weißt du doch. Ja, nee, wir setzen hier voll und ganz. Die Quaderbeine rollen auch so schön weg, ne? Ja. Junge, hätten wir jetzt Quaderbeine gemacht, die wären bis unten zum Hof runtergerollt. Rundballen, die rollen keinen Meter. Ja, in dem Fluss gelandet die Quaderbeine, ne? Mhm. Deswegen heißt es ja auch Quaderbeine. Direkt in der BGA durch. Die Rundballen, die werden direkt geflogen. Es geht um Namen, die sind rund, damit sie rund auf dem Boden liegen. Rund. Am Lauch, ey Junge, es wird nicht witziger und es ist auch nicht witziger. Dreckhaufen. Das ist eine Frage. Aber du die ganze Zeit mit dem Lauch, Junge. Ja, Junge, schau dich in der Facecam an, Junge. Wow. Das sehe ich alles, aber kein Lauch. Ich bin nämlich kein Gemüse. Doch. Er sieht nur Drecksack. Ja. Na, wärst du in der Facecam? Nö. Ja, der ist ja sehr schön, an der ist ja nur was hier sehr schönes drin. Mit dem FC Bayern-Shirt, sagst du? Ja, natürlich. FC Bayern also Justin, die Ballen sind jetzt vielleicht nicht schön, aber ist ja scheiße. Hä? Oh, die Ballen schön sind, juckt doch kein Mensch, die Ballen sollen drin sein. Ja, drin sind sie nicht, sie sind noch draußen. Hier, Fuß jetzt rein. Hinten auf der Wiese einfach, der Hammer.
Scheiß drauf, Junge. Das sind Siloballen, die können liegen, wo sie wollen. Ja. Ja, so ein bisschen fuckt es mich ja schon ab, dass man den Frontlader nicht mehr bewegen kann, wenn der Motor aus ist, Alter. Ja, oder er geht automatisch runter oder wieder hoch. Das habe ich jetzt nämlich immer, dann setze ich die Hydraulik nochmal nach. Ui, Matthias. Matthias. Sehr schöne Stilus. Ja, Junge, da bin ich dagegen gefahren. Jetzt voll mit. Wo bist du gegen gefahren? Gegen deine Mutter. Gegen einen Drescher. Hahaha, ist das witzig, ey. Oh ja. Mann, ey. Ahü. Ich wusste ja, 2022 Mutterwitze immer noch so ins Innen sind. Ja, schau dir das an. Hast du gerade 2020 gesagt? Ich häng einfach alles klar. Ja, immer diese kleinen Lauchkinder. Ja, Marschiasch. Junge, welcher Vollidiot hat eigentlich schwarze Ballen ausgewählt? Die sechs sind dunkel gar nicht. Ja, wer hat die wohl ausgewählt? Nee, eben nicht. Ich hab die Presse nicht gemietet. Das war Marschiasch. Nee, das war Schaschen. Das warst du, du Wolke. War das Schaschlik. Junge, also wer für Justin ist, schreibt jetzt einen einzelnen Chat. Ich kann dein Video nachgucken, das ist dein großes Problem. Eine 3, danke Chris, Junge. Ehrenmann. Bitte, ich würde gerne. Ehrenmann. Und Chrissy Gaming, du bist sowieso ein 31er seit Anfang an. Mach doch mal die neuen Prozessor, ne? Kai Sturm, Ehrenmann. Ihr kriegt eine geile. Alter, wie viel wollt ihr noch pressen, Digga? Zu viel. Ja, Matthias denkt sich aus, ja komm, press die Scheiße mal, ich muss ja nicht pressen. Hauptsache ich press. Mit ja, nee, wenn du die Ballen heimfährst, dann wird es noch schlimmer als bei mir. Ja, ist halt wirklich. Oh Junge. Ich hab ja auch nicht bis jetzt fast alle Ballen hier hingefahren. Nee. Ja, deswegen ja. Ach so, ich hab nicht die Heuballen heimgefahren, ich hab nicht die Strohballen heimgefahren. Ja, reingeschmissen, Junge. Reingeschmissen ist klar. Die Strohballen waren schief, so wie schief. Ja, der eine Ballen da, hä? Der eine Ballen. Das lag ja dann mal, die alle schief auf dem Feld lagen. Ja. Was? Oh. Das schief war Feld, ne? Ne, die Ballen waren schief, nicht das Feld. Warum habt ihr eigentlich zwei Rundballenpressen? Weil die eine Vorführer ist. Ja. Warum nutzt ihr den Vorführer einfach mit beiden Pressen? Weil ich dann gleich Ballen fahren kann. Weil das sonst zu viel wäre, ansonsten fährst du nämlich schnell auf die Ballen drauf. Genau. Und dann können wir schon mal einfahren und werden wir nicht schneller fertig. Und das geht ja ganz schnell mit der Fastbail. Man muss schon echt sagen, habt ihr echt gut abgeladen, euren Ballenwagen, muss man schon mal so sagen. Wir haben keine Zeit, Leute, wir haben keine Zeit. So, alle stehen rum, Alter. Marschiasch, kannst du es erklären? Ja, wir haben einfach keine Zeit, irgendwas aufzuräumen. Wir sind bloß am Macher und Schaffer. Ey, der Chrissy. Stimmt, der Passant könnte mal was machen. Junge, du hast da 4 Paletten drauf gekriegt. Junge, Bildo haben wir heute Steuerung nicht. Alter. Nee. Der Passant. Nee. Und der Kai Sturm hat mal wieder zugeguckt. Man kennt ihn. Wie finden Sie das? Nice. Nö. Warum sind Sie eigentlich so motiviert, wenn ich fragen darf? Weil ich motiviert bin. Okay. Ja, haben Sie einen Tipp, wie man motiviert wird? Ja. Wie man motiviert ist. Okay, danke für die Antwort. Einfach den Mund halten. Okay, Chrissy Gaming. Hast gehört, wie motiviert wirst. Was wird dann jetzt sein? Ja, Marschiasch hat gegähnt. Ups. Danke dafür. Was jetzt? So. Danke. Sind zwar mehr schief wie gerade, aber es passt mehr drauf wie 4 Perlen. Da haben wir schon schief. Alter Gunni. Schein und jetzt schiebt er mich weg. Scheiße, ich fahr mal vorbei. Ich hab die Paletten wenigstens jetzt so gemacht, dass sie nicht mehr so viel Platz verbrauchen. Ja, geil, jetzt hat's schon wieder gespawnt. Fahr mal vorbei. Marschiasch. Da, jetzt kann der BKM-Sturm aufladen, was machst du oder grade? Der Güni. Das ist der Kai-Sturm. Oh, jetzt zeig ich euch, wie das geht, Jungs. Ist wirklich Elektro? Ja. Wer, der Gabelstapler? Ja. Der ist lohnt, Alter. Der ist geil. Unnormal belohnt.
Der ist geil, gell? Crazy Gaming ist das ideale Gerät. Der Gerät. Der sieht so passend aus, wenn der da drin sitzt. Der Passant im Gabelstapler, Junge. Danke dafür. Kein Problem, dick ich ihn. Dick ich ihn? Hast du dich mal angeschaut? Was ist Achso, da, sorry, Suchtbolz meine ich. Spaß. Ja. Alles mit Spaß. Wie würde Chrissy Game jetzt in Videos sagen? Alles bitte mit Spaß verstehen. Ja. Das ist, ja, richtig. Ist doch so, oder? Warte mal, was? Hey, war nicht gestartet werden. Geräte falsch angehangen. Wie falsch angehangen, Junge? Welcher Anfänger... Du hast das Gerät falsch angehangen. Yes. Danke, dass du es mal gesagt hast. Kein Problem, ich helfe doch immer wieder gern. Es war so ungefähr wie bei uns, wo wir verkackt, der scheiß Schäfer einfach zu leicht war, um die scheiß Butterpalette herzulegen. Ja, ist so. Ey, da hätte ich kotzen können, Junge. Die ganze Zeit, die Butter wird nicht angenommen. Warum kriegt sie überhaupt die Benachrichtigung? Der ganze Server. Wow. Wenn da natürlich 40 Leute drauf wären, wenn es gehen würde, dann hätten es 40 Leute die scheiß Benachrichtigung bekommen. Ja. Und dann wär's zappenduster. Also, irgendwie ist das auch wild. Dann hast du noch ein paar so Klappspaten wie, Justin drauf. Die dann, Butter wird hier nicht angenommen, Butter wird hier nicht angenommen. Ja, weil das auch abfuckt. Ja, fuck schon ab. Ja, ihr könnt euren Butterklotz mal alleine essen. Da müssen wir 2000 Liter Butter zu essen, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Nicht so? Nee. Ja, das ist dein Diätplan. Ja, safe. Mein Digga, Hauptsache, ich hab jetzt gerade 6 Paletten mehr. Mehl wird hier nicht angenommen, was ist eigentlich mit euch? Ja, ich bin gerade mit dem Trigger gefahren, sorry. Was kommt als nächstes? Zucker wird nicht angenommen. Haben wir noch gar nicht. Wolle Junge, wird nicht angenommen. Schau mal, Schast, Junge, die Ballen, die berühren nicht mal den Boden, Junge. Boden, das ist so schon das Zahn, Junge. Shisha-Liquid wird hier nicht angenommen. Kleidung wird nicht angenommen. Möbel werden hier nicht angenommen. Zittern nicht, wird hier nicht Lauch angenommen. Lauch wird hier nicht angenommen. Also, warum bist du? Ja. Nur zur Anmerkung, ich bin kein Lauch. Alles nee, gut. Er ist eine Frühlingszwiebel. Ich bin eine Frühlingskartoffel. Der arme Kai Sturm. Was? Eine Frühlingskartoffel. Er ist ein Frühlingskürbis. Okay. So, Chris, ich weiß jetzt echt nicht, wo das Problem war, Alter. Ich habe jetzt 6 Paletten schneller aufgeladen wie du 4. Ja, komm, das ist halt der Passant, im ersten Lehrjahr. Du bist da der Lehrer. Oh. Der ist so, ungefähr tschüss. Genauso wie unser Leben. Ja. Okay, komm runter, nicht so stimmt. Okay, verstanden, mein Kleiner. Junge, wenn schon die Freundin da ist, dann lass ihn. Ja, ist ja wie so Chris macht. Komm mal runter, bevor die. Komm mal runter, wenn die Schwester da ist. Abgehen. Ja, Justin, mit Jason, gell, da geht halt nichts mehr. Ich ist mir neu, dass ich schwul bin oder dass du schwul bist. Das ist die neue. Sie guck mal nach die Silageballen bitte. Ja, unsere Silageballen sind gut. Wie viel Prozent? 100. Nein, der Chrissy. Achso. Das sagt ja irgendwie nichts. Ja, der ist. Da steht gar nichts. Der ist fasziniert. Die Scheißballen, Junge, ach Justin. Was ist los? Dass die aber das immer noch nicht gefixt hat, wenn man. Wenn man ganz leicht hinkommt, dann. Was haben die nicht gefixt? Ja, weil, wenn du hinten irgendein Fahrzeug auf dem Tieflader oder so hast, dass trotzdem noch angezeigt wird, wie schnell der fährt, der. Ja. Weißt du, was ich auch nicht verstehen kann? Ich wollte jetzt gerade Spanngurt abmachen, aber nicht ihr Problem. Weißt du, was ich auch nicht verstehen kann? Das ist einfach der fucking Verkehr. Dich sowas von umhaut, wenn du quer auf der Straße stehst. Ja, der fickt dich weg. Na sicherlich. Ich bin das letzte Mal unten in den Bach geflogen. So, meine lieben Freunde. Weil der Postbote ständig reingefahren ist.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei, lasst ein bisschen eine Kommentare da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Es kriegt die Ohren. Nö. Ciao.